Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute nochmal eine Trauerkarte basteln. Leider muss man zu diesem Thema auch immer Karten haben und ich finde es immer schwierig, da Ideen dazu zu finden. Deswegen wollte ich euch diese Idee einfach mal zeigen. Das ist meine erste Idee dazu, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Wir werden das ein bisschen anders machen. Aber so die groben Umrisse sind auf der Karte schon so, wie sie dann am Ende sein sollen. Also ungefähr so wird die Karte dann ausschauen und ich freue mich, wenn ihr jetzt einfach dabei bleibt. Meine Hauptfarben für diese Karte sind als Basis Anthrazitgrau, als Mattung Schwarz und Grundweiß, damit man Platz zum Schreiben hat und dann einen schönen Hintergrund auf der dunklen Karte. Das wären die Bestellnummern, falls ihr die braucht. Und ich habe mein typisches Kartenmaß. Das ist einfach eine Karte, die ist 21 cm x 14 cm und ist gefalzt bei 10,5 cm. Das ist meine Basiskarte und als erstes fange ich an mit dem Hintergrund, den ich mir prägen und stanzen möchte. Dazu nehme ich jetzt mal meine Stanzmaschine ins Bild und ich habe mir hier schon eine Prägeform ausgesucht und auch eine Stanzform, denn ich möchte einmal diese Büttenränder und diese schöne Prägung auf mein Papier bringen. Das heißt, ich nehme einmal die Stanzform in gesticktes Laub. Das hätte diese Bestellnummer. Ich hoffe wirklich, dass es das noch gibt. Ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Und die andere Stanzform heißt eine Rechtecke mit Büttenrand. Die haben diese Bestellnummer. Ihr müsst es aber nicht dafür haben. Also wenn ihr ihr könnt auch einen schönen Prägefolder verwenden, um ein schönes Muster in das Papier zu bekommen. Und wenn ihr diese Rahmen nicht habt, dann zeige ich euch auch gleich die Maße, wie groß ich das zugeschnitten habe. Also als erstes stanze ich mir einfach mal auf einem schwarzen Papier zwei Formen aus. Wenn ihr diese Rechtecke habt, dann habe ich jetzt hier das zweitgrößte und das drittgrößte Format. Die setze ich mir jetzt schön ineinander und kurbel mir das jetzt einmal durch die Maschine. Und danach werde ich mir das eben nochmal prägen. Wie gesagt, ihr könnt es auch mit jedem Prägefolder machen. Aber hier hat man halt die Spezialität, dass es dann auch noch so ein bisschen gestitcht ist, also so ein richtiges schönes Muster in den inneren Papier hat. Also dann nehme ich mir jetzt einfach nochmal das zweite Teil, also das Innenteil raus, den Rahmen, den lege ich mir auf den Seite, die lasse ich so. Und da lege ich mir jetzt das seht ihr, das ist eine richtige Stanzform mit diesen wunderschönen Blättern drinnen. Und das stanze ich mir jetzt einfach mal in dieses Papier rein. Der Aufbau ist da auch der ganz gleiche. Das heißt, ich kann mir das einfach nochmal so durchkurbeln. Das löst sich auch super vom Papier und man hat auch keine kleinen Fleckchen oder kleine Schnipselchen, die man wegmachen muss, sondern das stanzt sich hier so richtig schön in das Papier rein. Also ich habe da jetzt noch ein paar Fussel. Das streiche ich mir einmal über den Pulli, dann geht es schon, dann sieht es super aus. Und es sieht wirklich toll aus. Also ich finde, das ist so dieser Spezialeffekt, der richtig schön ist. Wenn ihr jetzt diese Rahmen nicht habt, dann könnt ihr euch einfach Rechtecke zuschneiden. Der innere Rahmen, der hat ungefähr das Maß 7,5, also der kleine, 7,5 mal 11 cm. Und der größere Rahmen, der hat ungefähr 12 cm mal 8,5. So könnt ihr das auch einfach als Rechtecke schneiden. Dann habt ihr eben auch so die Möglichkeit, diese Karte so zu gestalten. Und was ich an meiner ersten Karte nicht ganz so gut finde, ist, dass ich das hier zwar embossed habe, was eigentlich wunderschön wäre, aber ich habe es auf Pergament gemacht. Und ich weiß nicht genau, ob der Kleber noch abtrocknet, mit dem ich es geklebt habe. Ich hoffe es, aber ich glaube, ein bisschen scheint der immer durch. Deswegen möchte ich das Ganze jetzt auf einem grundweißen Papier machen. Das heißt, ich werde mir das jetzt eben nicht auf Pergament embossen, so wie hier. Das sieht wunderschön aus, ist aber immer schwierig zum Ankleben. Sondern ich mache mir das Ganze jetzt einfach mal auf Grundweiß und habe mir hier als Stempelset einmal die Hexagone von Herzen, weil ich diesen Spruch so schön finde von der Schrift, hat diese Bestellnummer rausgesucht. Und mein anderes Stempelset ist gerade nicht wegzudenken aus meinen Stempelhänden. Das ist das Set Elegant Floral, da habe ich diesen schönen Zweig raus. Also ich könnte jeden Zweig nehmen. Ich hoffe, ihr habt noch nicht dieses Set satt, weil ich das so sehr liebe und schön finde und ständig benutze. Aber das ist halt einfach wunderschön.
Jetzt nehme ich mir hier Versamark-Tinte, das ist so eine durchsichtige Tinte, stempel mir einfach meinen Stempel auf und ihr seht jetzt nichts. Denn wir brauchen natürlich erst so ein bisschen silbernes Embossing-Pulver, dass wir das überhaupt erstmal erkennen, was hier drauf ist. Jetzt sieht man das schön. Und das Ganze werden wir uns jetzt heiß föhnen und damit wird das Ganze schön glänzend sein. Und wir haben dann so eine richtig schöne metallische Oberfläche, würde ich fast sagen. Da glänzt die Schrift richtig schön. Dazu, um diese kleinen Brösel am Rand zu vermeiden, könnt ihr auch gut drauf pusten. Und ich nehme jetzt das Erhitzungsgerät und puste das mal kurz heiß. Also jetzt seht ihr das hier, es schimmert richtig schön, hat diesen tollen Effekt und das schneiden wir uns jetzt dann gleich zu. Ich hätte es viel weiter runterstempeln können, ich hätte viel mehr Papier sparen können, ist mir dann aufgefallen. Jetzt schnappe ich mir aber noch ein bisschen Stempelfarbe, weil ich die Karte auch ein bisschen stempel. Das heißt, wir haben ja so eine Hochkantkarte, ihr könnt die natürlich auch jetzt in Querformat machen, ganz wie es euch gefällt. Und da nehme ich jetzt die Farbe Anthrazitgrau, die hat diese Bestellnummer. Hoppla. Und stempel mir diesen großen Zweig aus dem Stempelset, das ich euch gerade gezeigt habe, einmal auf. Und zwar einmal so an die Oberseite so ein bisschen, dass da die Blätter so reinschauen. Einmal hier unten und auch innen. Innen mache ich es auch genauso eigentlich. So. Und ich wollte mir eigentlich auch noch eine Innenseite stanzen und zwar auch mit diesem Büttenrand. Ich gucke mal, ob der Rahmen ganz gut passt. Dann nehme ich jetzt dieselbe Größe, die ich euch vorher gesagt habe, also dieses größere und stanze mir das nochmal kurz aus einem grundweißen Papier aus. Dann haben wir innen und außen das gleiche. Eigentlich wollte ich mir das jetzt innen auch bestempeln, einfach mit den Zweigen. Aber dann habe ich mir gedacht, wir könnten auch versuchen, wie das ist mit dieser Prägeform, ob man da so einen schönen Rand vielleicht auch mit diesen Blättern hinbekommt. Das finde ich gerade total schön. Habe ich in den letzten Videos auch schon ein bisschen ähnlich gemacht, glaube ich. Ich mache jetzt nur einen Streifen an der Seite. Möchte ich jetzt mit diesem Laub nochmal verschönern sozusagen. Also ich kurbel mir das jetzt einmal noch durch dieses bestickte Laub und guck mal, wie das so aussieht. Einmal abwaschen, abputzen. Also das finde ich auch ganz cool. Das macht sich gut und gefällt mir gut. Das lasse ich jetzt so. Dann haben wir das Ganze von außen sozusagen auch innen ein bisschen drinnen und brauchen da jetzt nicht noch mehr drauf stempeln. Das reicht schon so. Haben wir da innen eine ganz coole Seite mit dieser Bestickung und ein bisschen bestempelt ist es ja auch. Von dem her können wir uns das jetzt gleich mal aufkleben. Dann ist die Innenseite schon mal fertig. Natürlich könnt ihr da auch noch ein bisschen Spruch reinstempeln, wenn ihr wollt. Einfach mal gucken, was passt, was ihr gerne da drauf stempeln wollt. Und so hat man aber noch ein bisschen Platz, ein paar schöne Worte unterzubringen. Und die Außenseite wird jetzt ein bisschen, also es ist nur eine Stelle, die ein bisschen schwierig ist. Das ist dieser Rahmen auf diesen Hintergrund zu kleben, weil der ist nur an ein paar Stellen beklebt. Und das mache ich jetzt tatsächlich so, also ich lege mir den Rahmen jetzt mal hier so auf und klebe mir den Rahmen schon mal an mit Abstandsklebern. Ich habe hier noch so Reste, die ich da ganz gut einmal außenrum verteile. Also diese Randstücke sind da auch super, wenn man ein schön flächiges Element aufkleben will. Kann man einfach super auch diese Randstücke benutzen. Oder natürlich kleiner schneiden geht genauso, gell? Dann hat man die auch noch gut verwendet. Da ist so eine Schutzfolie drauf, die mache ich weg. Und das kann ich mir jetzt schon mal vorne drauf kleben. Und das mache ich so ein bisschen schräg. Guck, dass die Ränder ungefähr gleich sind, also die Abstände nach unten und nach oben und hier zur Seite ungefähr passen. Und jetzt kommt dieser Rahmen drauf und der ist eigentlich relativ gerade, aber der ist nur an ein paar Stellen geklebt. Und da, wo die Stelle geklebt ist, zum Beispiel hier, da halte ich mir so ein bisschen den Finger hin, dass ich da wirklich jetzt aufpassen, nur ganz wenig Kleber hinkriege, so dass es eben haltet, aber dass es mir nicht an der Seite rausquillt.
Okay, das ist der eine Punkt. Dann habe ich hier noch eine kleine Stelle. Da mache ich es jetzt auch so, dass ich da ein bisschen, hoffentlich nur ein bisschen Kleber hinkriege. Ein bisschen andrücken. Und wer will, kann hier oben und hier unten auch noch einen Punkt hin machen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Je nachdem, wie gut es hebt. Ich glaube, ich lasse es sogar so, weil ich finde, das passt so. Also das steht jetzt ein bisschen ab und es wackelt auch ein bisschen, aber das macht nichts. Also das sieht jetzt nicht komisch aus oder so, sondern das passt irgendwie richtig gut. Das rahmt das Ganze so schön ein. Und dann wollte ich ja den Spruch drauf haben in Silber, aber eben nicht auf Pergamentpapier. Und habe mir dafür dieses herzliches Beileid erstmal ganz nah am Rand ausgeschnitten. Also schneide ich mir jetzt ziemlich nah an den Wörtern direkt so zu. Da immer vorsichtig sein, dass wir nicht das ganze Wort wegschneiden. So, und jetzt kommt das Schwierigste, einen geraden Schnitt da in der Mitte durchmachen. Also das ist das Schwierigste, weil das relativ nah aneinander ist. Seht ihr das? Aber es klappt. Und mit diesen zwei können wir jetzt ein bisschen spielen. Mir ist das jetzt eigentlich noch ein bisschen zu nah unten und zu wenig oben. Also oben hätte ich noch näher hingehen können, aber da habe ich mich nicht so richtig getraut. Deswegen schneide ich das jetzt mit der Schere noch ganz vorsichtig nach, damit das halt den gleichen Abstand hat. Das ist wirklich so ganz schmal. Und unten bei dem Beileid finde ich es gut. Da passt es. Genau. Und das klebe ich mir jetzt auch einfach nur an. Und jetzt eben bei weißem Papier ist es schon um einiges besser als doch bei diesem Pergamentpapier. Ich dachte, vielleicht trocknet der Kleber komplett ab. Aber das ist, glaube ich, scheint das immer ein bisschen durch. Das, glaube ich, muss ich nochmal mit Weiß überarbeiten. So, dann lasse ich einen kleinen Abstand dazwischen, zwischen den zwei Wörtern. Sieht jetzt richtig gut aus. Finde ich besser als mit diesem Pergament. Auch wenn ich das Pergament wunderschön finde, aber ich fand es bei diesem Projekt hat es nicht ganz gepasst. Außer man hätte es anderes angeklebt. Also wenn man das so sieht und man hätte es zum Beispiel hier unter den Rahmen reingeklebt, geht ja genauso, hätte ich ja auch machen können, dann hätte es auch gut funktioniert. Dann hätte man das auch, hätte man den Kleber nicht gesehen und das wäre auch eine coole Idee gewesen. Aber ist mir gerade erst eingefallen. So, beim Tun. Jetzt nehme ich mir noch ein paar Glitzersteine, die dürfen natürlich nicht fehlen. Ah, und das Wichtigste haben wir fast vergessen, aber das können wir noch machen, das zeige ich euch gleich, weil das finde ich nämlich auch total schön, das ist noch so eine kleine Feinheit. Die Glitzersteine haben diese Bestellnummer. Und was ich ganz besonders cool finde, ist, wenn wir jetzt noch den Wink of Stella, also diesen Glitzerpinselstift nehmen, der hat so eine Glitzerfarbe innen drin, und wenn wir jetzt nur ganz leicht Blätter nur teilweise beglitzern. Also wenn wir sagen, wir nehmen uns diesen Zweig, der hat Glitzerblätter, alle die da dran sind und vielleicht hier unten noch diesen Zweig hier, der hat Glitzerblätter, alles was da dazu gehört. So, und dann vielleicht noch einen an der Seite und vielleicht noch den da ganz oben. Und das war's. Also nicht alle Blätter beglitzern, sondern nur teilweise. Und wenn das getrocknet ist, dann glitzert es. Also es glitzert jetzt schon wunderschön. Aber wenn es getrocknet ist, dann sieht man auch nicht mehr, dass das ganz minimal dunkler ist. Sondern dann glitzert es einfach nur. Und ich glaube, also die Karte kommt jetzt in der Kamera durch das, dass das so spiegelt. Nicht so ganz so raus, wie es eigentlich ist. Aber ich finde es richtig schön. Hat viele kleine Details. Und wie gesagt, ihr könnt das natürlich mit dem Pergamentpapier machen, aber dann nicht das, den Kleber und das Pergament reinmachen. Ich glaube, ich muss es fast so halten, sonst sieht man es nicht richtig, oder? Also Pergament ist wirklich schön, sieht gut aus, aber komisch, dass man das jetzt auf dem Weißen schlechter sieht. Genau. Also ich finde, das ist eine ganz hübsche Karte geworden. Eine schöne, edle Karte auf jeden Fall. Und ich hoffe, sie gefällt euch auch. Sie hat so ein kleine Spezialeffekte natürlich drin mit dem Rahmen und mit diesen Blättern im Hintergrund und ja, ist ganz
schön und zart geworden, ganz edel, was ich bei Trauerkarten immer ganz wichtig finde. Und eben mit diesem Effekt, dass es so schön schimmert und glitzert und glänzt, macht sich das schon ganz edel. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Schaut gerne weiter. Ich blende euch noch ein paar interessante Videos zum Thema ein. Und ich freue mich auf euch. Kreativiert was Neues. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.